In 70 Jahren Leben hat sie so viel gegeben. Ob als Tochter, Schwester, Ehefrau, Mama, Oma, ganz genau. Sie hat schon viele Titel in der Tasche. Wäre da nicht noch eine ganz besondere Masche? Erste Stricksockenwunderhaus war das Lob. Macht da mit dem Handumdrehen so manchen Sockenträger froh. Und so tanzen Christels Fingerkuppen im Halbschlaf und selbst nachts bis in die Puppen. Das Stricksockenwunderhaus war das Lob. Jodel-diedel-do, jo-hodel-do. Schäbig, locker, kratzig, Fehlanzeige. Christels Socken, die sind allererste Geige. Sicher wird bald auf der ganzen Welt sich von diesen Wundersocken sich erzählt. Mit Bus und Bahn kommen sie in Scharen und wollen eins von den begehrten Paaren. Rot, grün, lila oder Anthrazit. Christels Socken sind dann überall der Hit. Sie ist das Stricksockenwunder aus Wadersloh. Macht da mit dem Handumdrehen so manchen Sockenträger froh. Und so tanzen Christels Fingerkuppen im Halbschlaf und selbst nachts bis in die Puppen. Das Stricksockenwunder aus Wadersloh. Jodel-diedel-do, jo-hodel-do. Schäbig, locker, kratzig, Fehlanzeige. Christels Socken, die sind allererste Geige. Speziell wer gern Gelenkprothesen schont, für diesen Mensch ein weiches Paar sich lohnt. Mein spannender Freund ist daher bald entzückt, sich dann gerne mit diesen Socken schmückt. So tönt es von den Alpen bis zum Brocken. Christels Wundersocken, ja, die rocken. Ja, die rocken. Selbst aus übelsten Kreisen kommt Geraune. Gauland und von Storch fordern sich Braune. Manch Räuber packt die Gelegenheit beim Schopf und tarnt sich mit einer Socke auf dem Kopf. Sie ist des Stricksockenwunders Wadersloh. Macht damit den Handturm, dreht manchen Sockenträger froh. Und so tanzen Christels Fingerkuppen im Halbschlaf und selbst nachts bis in die Puppen. Das Stricksockenwunder aus Wadersloh. Jodel-diedel-do, jo-hodel-do. Schäbig, locker, kratzig, Fehlanzeige. Christels Socken, die sind allererste Geige.